Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Projekt. Willkommen zu Portal Knights. Ja, ich bin der Pyron und wir spielen Portal Knights. Portal Knights ist ein Indie-Game. Super cooles Game. Kann ich nur empfehlen. Wir spielen einen männlichen Charakter. Wir überlegen, also ich lese einmal kurz vor. Krieger. Die Kriegerklasse fokussiert sich auf direkten Nahkampf, um Gegner mit ihren mächtigen Schwert- und Axtangriffen zu besiegen. Die Krieger verwenden Kampfschreie, um ihre Gruppe zu stärken und ihre Feinde zu schwächen. Primäre Attribute sind Konstitution und Stärke. Konstitution erhöht Leben, Stärke erhöht Nahkampfschaden. Waldläufer. Die Waldläuferklasse benutzt ihren schnellen Bogen, um Gegner aus der Ferne zu besiegen. Mit speziellen Bomben kann er Feinden und Blöcken gleichermaßen einheizen. Primäre Attribute sind Beweglichkeit und Geschicklichkeit. Beweglichkeit erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, Geschicklichkeit erhöht den Schaden mit dem Bogen. Magier. Die Magierklasse verwendet zerstörerische Zauber, um Gegner zu besiegen. Mit Sensen und Zauberstäben können sie sich sowohl im Fern- als auch im Nahkampf verteidigen. Primäre Attribute Weisheit erhöht Mana-Punkte und Intelligenz erhöht Zauberschaden. Wir werden den Krieger spielen, weil ich der Krieger-Pyron bin, wie immer. wir werden nicht viel verändern. Ich gehe einmal die Friesen durch, die relativ cool sind. Aber mir nicht so krass gefallen wie die erste Frisur zum Beispiel. Obwohl Glatz auch sehr, sehr nice ist. aber für einen Kerl das hier ist halt, dass man nicht rauszoomen kann, ist halt ein bisschen... Man müsste hier noch zoomen dürfen. Dann wäre das nice. Wow, what the fuck? wer trägt denn sowas? Wer macht das? wir werden... Hier haben wir... das ist unser Knappe. Beziehungsweise... Ja, unser Knappe. Der sieht aus wie so ein Knappe. Wir nehmen die Standardfrisur. Ich finde, die sieht am geilsten aus. Und wir nehmen den Bart. Wir gehen erstmal alle Werte durch. Hier so ein Schneuzer. Sir Backenbart Pyron. Ingolenzen ist auch am Start. Hier. Die Kombination aus den beiden ist Ingolenzen. das ist mein Bart, den werde ich gleich nehmen. Das hier ist, wie heißt dieser komische Koch mit der Glatze und diesem Bart? Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ah ne, warte. Oder ist das... Ja, ich glaube, das ist der. Fuck, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Auf jeden Fall, der hat auch so ein... Ah, okay, das, ich glaube, das passt sogar noch ein bisschen mehr. Geil. Die Werte sind nice. Wir nehmen die 8. Und dann haben wir hier tausende Farben. Wir werden irgendeine Quatschfarbe nehmen. Sexy in Pink. Oder so ein hellblau sieht auch irgendwie sexy aus. Ja, wir nehmen das. Das sieht doch mal nice aus. Ohren sind mir egal, die können so bleiben. Wichtig ist, dass die Hautfarbe sehr hell ist. So wie meine. Augenform ist auch relativ egal. Das ist mehr so weiblich. Da fangen die männlichen an. oh nein, der ist traurig. Okay, der guckt sehr, sehr böse. Das ist mir so der asiatische Touch. Nee, wir sind so ein Standardtypi. Augenfarbe muss... was haben wir da? Also es gibt immer drei Versionen von Dingens. Zum Beispiel ganz, ganz hellgrün oder leuchtend rot, blau, pink, lied. Oh, what? Okay, nee, das ist mir zu crazy. Wir werden, wie meine Augenfarbe, ganz, ganz hellblau nehmen. Der Mund ist eigentlich relativ egal, gibt 1000 Münder. Geil. Oh ja, ja, mit Lippenstift, ne, wir werden, wir machen den so. So, Charaktername ist SP1KZ. Spikes. So, weil ich habe hier schon einen Charakter, der ist schon Pyron, aber da spiele ich einen Waldläufer. Das ist ein privates Game. Ja, und das hier wird das LP sein. Hallo? Ich möchte bitte einmal erstellen. LP. So, wir nehmen groß, oder? Ne, wir nehmen Mittel. Mittel ist okay. Groß ist, glaube ich, zu groß. Ich habe groß einmal ausgetestet, das ist
extremst riesig. Also da wird man sich übelst lang verlaufen. In den vergessenen Tagen war die Welt friedlich und unversehrt. Aber der Bruch kam und riss das Reich entzwei. Okay. Nun sind die antiken Portale die einzige Verbindung zwischen den ungleichen Ländern. Ah, okay. Und sie sind umgeben von erbarmungslosen Feinden, die in der Dunkelheit gedeihen. Okay. Dass das hier eine Story hat. Die Welt erwartet Helden, die den Portalen ihr Licht zurückgeben und das friedliche Reich wieder vereinen. Okay. Jetzt wird geladen. Der erstellt jetzt kurz die Welt. Das dauert ein bisschen. Kann auch ein bisschen ruckelig sein. Das Spiel macht Spaß. Also mir gefällt das ein bisschen mehr als Minecraft. Ich könnte auch Minecraft spielen. Aber irgendwie gefällt mir das ein bisschen mehr, weil das Kampfsystem ein bisschen geiler ist. Man hat irgendwie Attribute, Skills und sowas. Was mir gefällt. Ah, okay, Skills nicht wirklich, aber so passive Fähigkeiten und so, die mir gefallen. Deswegen habe ich mir überlegt, ja, zock mal Portal Knights. Und keine Ahnung. Irgendwie, ich mag das. Das Game ist geil. Ja, mit Shit. Junkers Hügel, Landeplatz. Tapfere Portalritter benutzen Portale, um an ferne Orte zu reisen. Gefallene Portalritter werden am Landeplatz wiederbelebt. Also, das ist unser Spawnpoint. Hätte ich nicht gedacht. So. Cool, wir sind auch direkt. Oh, Portal direkt am Haus. Das ist super nice. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen. Wie in jedem guten Sandbox-Game werden wir erstmal Holz farmen. Beziehungsweise nicht Sandbox, ich glaube Survival Game. Das erste, was du im Survival machst, ist Holzfarm. Was ich hier. Ich erkläre euch gleich, was ich hier gerade alles aufsammle. Wir haben. Ihr seht ja rechts Alabasterbusch-Setzling. Die Beeren sind wichtig, daraus erstellt man Tränke, Weizensprossen und Weizen, daraus erstellt man. Bestimmte. Ah, genau, Strohblöcke. Aus Weizen machst du Stroh. Strohballen. Aus Baumwolle machst du Leinen und erstellst dir dann deine Rüstung, was relativ wichtig ist am Anfang. Also am Anfang lohnt es sich, alles abzubauen. Ich werde zum Beispiel dieses Haus hier, was hier gerade steht, das wird nicht lange bleiben. Das werde ich nämlich komplett abbauen und mit unserem kombinieren. Wir haben hier, was haben wir hier? Zack, 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 zack. Erstmal schön alles abbauen. Da bekommen wir veredelter Holzblock her. Das sind spezielle Kisten, da kann immer irgendwas rauskommen. Die spawnen aber nicht neu, das heißt, die hat man einmalig. Dann haben wir hier, hier haben wir zum Beispiel auch wieder Kisten. Die sind auch nur One-Hit, das ist ganz nice. Das hier können wir abbauen. Daraus kriegen wir nichts mehr, außer ein bisschen Holz. Also veredelter Holzblock ist das, was hier verwendet wird. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr geil. Bei Minecraft brauchst du für sowas, ich weiß, dass das bei Minecraft zum Beispiel auch geht. Und sorry für die Vergleiche mit Minecraft, aber das ist halt sehr naheliegend, weil Klötzchen und so. Bei Minecraft brauchst du für sowas zum Beispiel ein Texture Pack. Hier ist es so, wenn du diesen veredelten Holzblock hast, setzt du den dran und der verändert seine Textur. Das heißt, ihr seht jetzt, hier hat er zum Beispiel diesen Abschlussbalken. Und jetzt ist der Abschlussbalken da oben. Das heißt, wenn du es umbaust. Hier haben wir ein paar Gegner, da gehen wir gleich drauf ein. Also ich habe das Spiel schon ein bisschen gespielt. Ich habe es damals, als es rauskam, habe ich es mir geholt. Ich habe es bei den Peets gesehen, mal wieder. Und musste es mir direkt holen, weil es super kitschig aussah und ich stehe auf so einen Scheiß. Ich mag sowas sehr, sehr gerne. Okay, der braucht mega viele Hits, aber der schlägt super schnell zu, was super nice ist. Wir machen halt erstmal den Weizen kaputt. Sammeln ein bisschen Weizen, damit wir unser Dach fertig machen können. Ganz wichtig. Dann werden wir ein paar Tränke machen. Und wenn wir, so weiß ich nicht, 5, 6 Tränke haben, werden wir das Portal suchen und das Portal fertig machen.
Und dann werden wir durch das Portal reisen und gucken, was es sonst noch so gibt. So, was wir brauchen ist Stein. Ich sollte nicht die ganze Zeit mein Dingens verwenden. Also wir können einmal hier durchgehen. Auf C habt ihr euer Charakterfenster. Dort habt ihr verschiedene Attribute. Konstitution wirkt sich auf deine Widerstandsfähigkeit aus. Jeder in Konstitution vergebene Punkt erhöht deine Lebenspunkte. Momentan haben wir 100. Stärke wirkt sich auf die Kraft deiner Nahkampfangriffe aus. Jeder in Stärke vergebene Punkt erhöht den Schaden deiner Nahkampfangriffe. Momentan haben wir 10. Beweglichkeit wirkt sich auf deine Laufgeschwindigkeit aus. Jeder in Beweglichkeit vergebene Punkt erhöht deine Bewegungsgeschwindigkeit. Momentan haben wir 100. Geschicklichkeit wirkt sich auf deine Fähigkeit zu zielen aus. Jeder in Geschicklichkeit vergebene Punkt erhöht den Schaden deiner Distanzangriffe. Momentan sind es 10. Weisheit wirkt sich auf deine Fähigkeit, Zauber zu sprechen aus. Jeder in Weisheit vergebene Punkt erhöht deine Mana-Punkte. Momentan haben wir 100. Und Intelligenz wirkt sich auf die Kraft deiner magischen Angriffe aus. Jeder in Intelligenz vergebene Punkt erhöht den Schaden deiner Zauber. Momentan 10. So, für uns sind diese beiden wichtig, beziehungsweise diese drei. Mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen Agilität, damit wir ein bisschen schneller laufen, weil wir sind halt schon recht langsam. Stärke und Konstitution. Wir werden am Anfang ganz viel in Stärke ballern. Wir haben einmal hier die Ausrüstung, ganz normal. Ihr könnt jetzt zum Beispiel, ich habe einen Umhang, den hat man automatisch von Anfang an. Pioniersumhang, Mana-Regeneration und Lebensregeneration plus 1. Dann zieht er den an und er hat den auch an. Und er sieht super nice aus. Ich mag das Design sehr gerne. Es gibt auch Kosmetik, was cool ist. Pioniersflagge, das hier ist das ganz normale Inventar, was riesig ist, meiner Meinung nach. Finde ich super gut. Dann haben wir hier das Baumenü. Ihr könnt hier Sachen bauen. Da gehen wir später aber nochmal genau drauf ein. Für Spitzhacke brauchen wir 4 Steine. Wir brauchen also 14 Steine insgesamt. Ich muss mal eben kurz. Ich mag das nicht. Das muss raus. Das kann raus, raus, raus und raus. Wer kennt das nicht? Also ich mache das auch jeden Tag. Ich gehe nach draußen und hau erstmal ein paar Steine mit der Hand zu Staub. Und baue mir dann daraus ein Haus, weil warum macht man das nicht so? Das ist, dass man am Anfang nicht irgendwie so eine Holzspitzhacke oder so kriegt. Das ist, keine Ahnung. Das wäre ein bisschen cooler geregelt, aber machst du nichts. Achso, ich kann mir ja jetzt eine Spitzhacke herstellen. Manche Sachen kann man direkt herstellen, sowas wie die hier. Manuelles Herstellen steht da, ja. Schleifsteine. Schleifsteine brauchen wir jetzt gerade nicht. Jetzt haben wir eine Spitzhacke und jetzt geht das Ganze auch schon einen Tacken schneller. So, jetzt kriegen wir auch Portalsteine und Erfahrung dafür. Man steigt Level. Also man kann nicht nur Attribute erhöhen auf C. Wenn ihr C drückt, könnt ihr auch Talente. Mit Level 2 bekommen wir das nächste Talent und dann immer so weiter. Beziehungsweise dann können wir eins von zwei Talenten auswählen, beziehungsweise eins von dreien. Was sehr, sehr nice ist. Am Anfang quatsche ich immer sehr, sehr viel und erkläre immer sehr, sehr viel. Ne? Das tut mir sehr, sehr leid. Aber das ist halt manchmal bei solchen Games so. Vor allem, wenn man die Games kennt. Wir werden noch ein bisschen. Ah, kann ich nicht. So. Ein bisschen sammeln, wir brauchen noch ein bisschen mehr für Leinen. Die Sachen kann man auch selber anbauen, also man kann sich selber einen Garten bauen, habt ihr ja schon gesehen. Bei diesem vorgefertigten Haus gab es schon einen Garten. So. Ja, ich nehme noch ein bisschen Weizen mit. Ich weiß nicht, wie viel man braucht. Ich nehme auch noch ein bisschen Baumwolle mit, weil why the fuck not? Sicher ist sicher. So, gleich werden wir uns ans Kämpfen machen, sobald wir unsere Rüstung fertig haben. Wir können jetzt schon fighten, aber ich bin so ein Bongo, ich hau immer einfach voll drauf, so. Beim Bogenschützen ist das relativ easy, ihr stellt euch auf ein hohes Gebiet und könnt da voll drauf ballern. Bei einem Krieger ist das halt relativ schlecht, weil ihr müsst tanken. Also ihr tankt das Ganze halt. Daran muss ich mich halt noch gewöhnen. Aber das ist okay. Das Coole ist, die meisten Sachen sind bis zu 200 stapelbar, also bis zu 200 einzelne Stücke stapelbar, was sehr, sehr geil ist. Was das Inventar dadurch noch einen Tacken größer macht. Ja, guck mal, hier sind noch
Hier ist noch Baumwolle, Baumwolle, Baumwolle. Also ihr könnt auch einen Garten anpflanzen und so. Aber dafür brauchen wir später erstmal Kupfer, weil wir...